Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Dino Adventure. Heute gibt es nur mal ein kurzes, knappes Infovideo für alle, die eventuell vorhaben, mal von den USA nach Mexiko die Grenze zu überqueren. Und zwar stehen wir jetzt gerade nämlich in Tecate. Alter, geht das ab da draußen. Hier pfeift der Wind, aber wie? Wie auch immer. Wir stehen jetzt gerade hier noch in Tecate auf der US-amerikanischen Seite und werden jetzt gleich die Grenze nach Mexiko überqueren. Und wie das geht, was wir vor dem Grenzübertritt alles noch beachten sollten und zu erledigen haben und was wir auch während dem Grenzübertritt und nach dem Grenzübertritt eventuell noch erledigen müssen, das wird euch Steffi jetzt erklären, weil Steffi ist diejenige, die bei uns den ganzen Papierkram-Gedöns immer macht. Und deswegen erklärt sie euch das jetzt. Also als allererstes braucht ihr eine Kfz-Versicherung. Die könnt ihr entweder vorab online abschließen oder es hier in Tecate vor der Grenze machen. Aber ihr könnt das auch ganz in Ruhe nach der Grenze machen in Mexiko. Es gibt hier ganz kleine Versicherungsbüros hier in den Städten. Da könnt ihr eine Haftpflichtversicherung oder sogar eine Kaskoversicherung abschließen. Wir können leider keine Kaskoversicherung abschließen für unseren Dino, weil der Dino leider zu alt ist. Wir sind schon 30 und Fahrzeuge, die älter als 20 sind, bekommen halt keine Kaskoversicherung mehr. Deswegen haben wir jetzt nur eine Haftpflichtversicherung. Wir haben das Ganze online abgeschlossen unter www.buyabound.com. Die Internetseite verlinken wir euch unten nochmal in der Infobox. In der Infobox sind 3 oder 4 Versicherungen nochmal aufgelistet, damit ihr selber nochmal ein bisschen vergleichen könnt, falls ihr möchtet. Unsere Empfehlung wäre, über dieses Buyer-Bound zu vergleichen. Das schlägt euch dann sehr wahrscheinlich 2 Versicherungen vor. Einmal die HDI und einmal die CHUB. Für uns in unserem Fall, ich weiß nicht, wie es bei anderen Fahrzeugen eventuell anders ist, ist die CHUB-Versicherung deutlich günstiger und hat dazu noch deutlich mehr Leistungen. Ne? Also wir haben einen Abschleppservice dabei, wir haben einen Starthilfeservice dabei und noch irgendwas, ja, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall von den Leistungen besser. Ja, also wie gesagt, da könnt ihr euch aussuchen, ob ihr es online macht oder hier in einem Versicherungsbüro. Ist eigentlich total easy und geht auch ganz schnell. Außerdem könntet ihr euch vorab nochmal US-Dollar abheben, weil an der Grenze kann man mit US-Dollar oder halt mexikanischen Pesos bezahlen. Kreditkarte wird wohl nicht so gerne gesehen, haben wir jetzt gehört. Deswegen haben wir uns jetzt US-Dollar nochmal abgehoben. Den genauen Betrag sagen wir euch gleich, weil den habe ich jetzt noch nicht im Kopf. Wir waren ja noch nicht selber an der Grenze. Außerdem sollte man sich vorab seinen Fahrzeugschein kopieren und den Pass vom Fahrzeughalter. Das ist in dem Fall halt der Carsten, der ist im Fahrzeugschein eingetragen. Deswegen haben wir den Fahrzeugschein kopiert, seinen Perso, also seinen Reisepass. Und die Touristenkarte muss man wohl noch kopieren, aber die bekommen wir ja erst an der Grenze. Das heißt, eigentlich schicken die Grenzbeamten einen dann zu einer Apotheke, die irgendwo in der Straße liegt und man soll da für ein paar Cent die Kopien machen. Aber wir haben jetzt auch gehört, wenn man schon die ganzen Kopien hat und nur die Touristenkarte fehlt, würden die einem das da auch vor Ort kopieren. Aber das werden wir gleich sehen. Übrigens sind an der Grenze Schwarz-Weiß-Kopien lieber gesehen wie Bunt-Kopien, weil die Leute an der Grenze dann, also das vermuten wir zumindest mal, lieber Schwarz-Weiß-Kopien haben, um auf einen Blick zu sehen, dass das kein Original ist, sondern eine Kopie. Oder man schreibt halt irgendwie mit Edding Dick drauf, dass es eine Kopie ist. Wir haben jetzt leider nur farbige Kopien. Weil ich es halt vorher schon zu Hause alles mal kopiert hatte, ich habe es halt ordentlich in Farbe kopiert. Aber ich denke nicht, dass es ein Problem ist. Ich habe drunter geschrieben, es ist eine Kopie. Ja, man muss da wohl zwischen 2 Schaltern hin und her laufen, aber das gucken wir uns gleich mal gemeinsam an. Und dann erzählen wir euch nach der Grenze auch nochmal in Ruhe, was wir alles ausfüllen mussten, was wir bezahlen mussten, wie wir das Fahrzeug temporär eingeführt haben. Ja, und ob wir kontrolliert wurden, also ob die hier wirklich in den Dino reingucken möchten, da bin ich echt mal gespannt, weil bis jetzt haben wir von anderen gehört, die wurden gar nicht kontrolliert, noch nicht mal jetzt gefragt, ob die Lebensmittel dabei haben. In den Bestimmungen steht übrigens drin, dass Lebensmittel allgemein verboten sind. Genau. Wir haben ein paar Konserven, wir werden es gleich sehen, ob die überhaupt hier reingucken oder nicht. Es ist auf jeden Fall, es würde nicht bestraft werden, wenn man was dabei hat, wenn die halt kontrollieren und was finden, dann schmeißen die es weg und dann ist das halt so. Wir haben jetzt so viel es geht von unseren frischen Lebensmitteln noch eben gegessen, aber wir platzen gleich, mehr können wir jetzt nicht essen.
Und ja. Wenn sie kontrollieren, dann können sie das gerne geschenkt haben, den Rest. Und wenn nicht, dann bleibt so halt im Kühlschrank. Ist es auch nicht mehr. Ja. Ja. Ach ja, genau. Und eine andere wichtige Sache, die ihr auf keinen Fall vergessen solltet, wenn ihr aus den USA kommt und in ein anderes Land fahrt, denkt auf jeden Fall daran, den Zettel, den ihr von den USA in den Pass eingestempelt oder eingetackert bekommen habt, denkt dran, den wieder an einen US-Beamten abzugeben. Der wird einfach nur reingetackert, wenn ihr in die USA reinfahrt, und den müsst ihr ganz dringend abgeben, wenn ihr das Land verlasst. Es läuft nicht automatisch beim Ausreisen. Ihr müsst auf jeden Fall dann auf die andere Seite gehen, genau, wo die US-Beamten sitzen und das aus eigenem Interesse abgeben. Ja, dann fahren wir jetzt gleich über die Grenze und nehmen euch mit. Wir stehen jetzt gerade hier übrigens noch kurz vor der Grenze auf so einem Parkplatz an einer Tankstelle und warten auf zwei andere Deutsche, die gerne mit uns über die Grenze fahren würden. Die müssten jetzt jeden Moment kommen und dann fahren wir da hinten über die Grenze. Da ist nämlich schon der Zaun, der Grenzzaun, und hier links geht es dann zur Grenze. Also da irgendwo. Töffelchen Tours ist auch endlich angekommen mit ihrem Wohnmobil. Da vorne sind sie. Wir sollen, glaube ich, vorfahren. Cars left line, trucks right line. Aber wir sind ja kein Truck, ich würde Car nehmen. Sind jetzt einfach mal ein Auto. Auf jeden Fall der fette Zaun hier. Keine Ahnung, wir sollen stehen bleiben, hat er gesagt. Okay, sie wollen in den Dino reingucken. Jetzt bin ich mal gespannt. Er hat kurz reingeguckt, hat sogar ein paar Schränke geöffnet, aber war alles in Ordnung. Er hat nichts gefunden, was irgendwie verboten war. Also können wir unsere Lebensmittel behalten. Jetzt müssen wir hier irgendwo in einer Seitenstraße parken. Alles total eng hier. Und so ein Security-Typ macht jetzt Platz für uns. Pass auf, dass du nicht an die Autos kommst. Hier sollst du jetzt parken. Kommt doch keiner mehr dran vorbei. Valle heißt, glaube ich, okay. Ach, das ist eine Beleidigung. Nein. Ich darf leider nicht filmen, deswegen lasse ich die Kamera jetzt hier und danach erzählen wir euch alles weitere. Wir haben es geschafft. Buenos Dias aus Mexiko. Ja, wir sind in Mexiko. Ging alles relativ unkompliziert. Die Leute sind halt sehr gemütlich da an der Grenze, aber... Wir haben es geschafft. Ich durfte ja leider nicht filmen, habe ich euch ja eben gesagt. Deswegen erzähle ich euch jetzt einfach nochmal ein paar Punkte. Ja, dann geht ihr mit euren ganzen Unterlagen, mit Reisepass, Fahrzeugschein und Kopien von Fahrzeugschein und Reisepass und Geld zur Grenze, zur Immigration. Dann bekommt ihr eine Touristenkarte von dem lieben Mann, der da sitzt. Die füllt ihr aus, ganz in Ruhe. Da sind auch Beispiele abgebildet auf dem Tisch, was ihr ausfüllen müsst, gibt dem Mann die Touristenkarte wieder zurück. Der unterschreibt auch noch ein paar Sachen. Und dann schickt er euch zum Bankschalter, der links ist. Da sitzt dann eine Frau oder ein Mann
Und da könnt ihr dann bezahlen. Das waren jetzt für uns $62.68 für zwei Personen. Danach könnt ihr wieder mit eurem Reisepass und der Touristenkarte zur Immigration zurückgehen. Dort bekommt ihr dann einen Stempel in den Pass und die Touristenkarte wird dann reingelegt in den Reisepass. Ja, danach müsst ihr da euer Fahrzeug noch temporär einführen. Dazu geht ihr wieder zum Bankschalter zurück. Ihr braucht eine Kopie vom Fahrzeugschein und eine Kopie vom Reisepass von demjenigen, der der Fahrer ist. Bei uns ist es in dem Fall der Carsten. Zusätzlich müsst ihr noch die Touristenkarte eigentlich kopieren. Dazu schicken die euch in irgendeine Apotheke. Wir haben aber gesagt, wir haben doch eigentlich schon alle Kopien. Könnt ihr das nicht kurz für uns kopieren? Wir sind dann kurz nochmal zur Immigration reingegangen und haben kurz eine Kopie machen lassen. Das war auch dann in Ordnung. Also fragt einfach mal lieb nach, bevor ihr da zur Apotheke lauft. Ihr gebt alle Kopien ab. Auch das Original zeigt ihr kurz vor. Der Herr tippt dann alle eure Daten in den PC ein. Und ihr müsst dafür $55.08 bezahlen. Also das haben wir jetzt bezahlt. Ich glaube, das ist ein bisschen mehr, weil wir haben den Dino und das Motorrad. Wir haben beide Sachen temporär eingeführt. Sonst bekommt man wohl Probleme unten in La Paz, wenn man verschiffen möchte. Wenn das Motorrad nicht mit eingeführt ist. Dazu bekommt ihr diese Unterlagen ausgehändigt. Dahinter ist ein Aufkleber. Den müsst ihr an eure Windschutzscheibe kleben. Haben wir noch nicht gemacht, machen wir aber gleich. Danach sind wir noch zur US-Grenze gegangen, weil wir mussten ja unser Visum von den USA abgeben. Das ist so ein weißer Zettel, der eingetackert ist im Pass. Den haben wir rausgerissen und dem Grenzbeamten an der Grenze gegeben. War eigentlich eine Sache von einer Sekunde. Man gibt den Zettel ab und man kann gehen. Wir waren jetzt ungefähr eine Stunde, würde ich sagen, an der Grenze mit Warten und bis die alles da eingetippt haben. War aber im Endeffekt alles total easy. Ja, das war's dann erstmal mit unseren Infos. Wie gesagt, in der Infobox findet ihr noch ein paar Links für Kfz-Versicherungen in Mexiko. Vergleicht die Seiten ruhig, weil jeder hat ein anderes Fahrzeug. Jeder möchte einen anderen Wert versichern, eine Kaskoversicherung abschließen oder nur eine Haftpflichtversicherung. Da müsst ihr halt mal ein bisschen vergleichen. Außer natürlich, wenn euer Fahrzeug älter als 20 Jahre ist, dann könnt ihr nur eine Haftpflicht abschließen. Dann würden wir sagen, stop dreaming. Start planning. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.